Donut schmeckt irgendwie ganz merkwürdig heute. Woran liegt das? Süßkartoffeln. Ich habe Süßkartoffeln in den Teig gerührt, wegen der Nährstoffe. Ich hatte noch eine Tonne davon übrig. Die mussten weg. Jetzt ist er völlig Banane. Völlig übergeschnappt, oder? Ein Backgenie. Völlig Banane. Karl denkt eben etwas verquer. Und deswegen wird er in diesem Jahr mein Partner bei der O'Malley-Pub-Wissensolympiade sein. Und was ist mit mir? Ich will doch nur das Beste für das Team, Ramona. Hey, das Team sind doch nur wir beide. Hör zu, Ramona. Ramona, wir verlieren jedes Jahr, wie du weißt. Und dieses Jahr gibt es fette Preise und das Niveau ist hoch. Sehr, sehr hoch. Verstehe. Wenn du mich nicht mehr willst, dann tue ich mich eben mit Claude zusammen. Oh, ich glaube nicht, dass ich das so gut kann. Ach komm schon, du weißt genauso viel unwichtigen Mist wie ich. Wir zerkrümeln euch zwei zu Staub. Staub, 94% tote Haut. So was Banales lernt man in der Berufsschule. Und das ist noch längst nicht alles. Passt auf. 1192 mal 856. 15.475. Halt, ist das denn auch richtig? Ist doch egal, hier zählt Schnelligkeit. Schnelligkeit ist alles bei der Wissensolympiade. Wir machen euch fertig, wartet nur. Probiert's doch! Ihr Jungs hat noch keine Chance! Ihr geht unter wie Steine! Übrigens habe ich ein Date, ich kann heute nicht. Oh, was für ein hübsches, lustiges Spielchen. Nicht nur an Ex-Liebhaber denken, reden Sie über sie mit Ihrem neuen Lover. Sollen wir mal? Was für ein Blödsinn. Denen fällt auch nichts mehr ein, worüber sie schreiben sollen. Das wäre aber sicher ganz wichtig. Du und ich, wir fangen ganz von vorne an. Du willst also nicht wissen, wer deine Vorgänger waren, wen du beerbt hast. Lydia, für mich ist dein Körper ein Tempel. Es ist mir völlig gleich, wer dort sonst noch irgendwelche religiösen Ekstasen hatte. Claude! Oh, Karl, du kannst dich beim Wettbewerb auf einiges gefasst machen, denn Ramona ist so entflammt, die glüht schon richtig. Ich werde nicht hingehen. Da zieht ja einer den Schwanz ein. Nein, ich habe ein Date, ja. Oh! Mit Vivian. Oh, Ramonas gute und teure Zahnhygiene-Fee, wie interessant. Ja, wir gehen in die Pizzeria unten am Pier, Ja, da ist es sehr romantisch. Das Radio plärrt und der Wirt blafft den kleinen Puerto Ricaner an. Er soll das brennende Fett endlich löschen. Ja. Und im Hintergrund geht dann die Sonne langsam unter. So atemberaubend das auch klingt. Hast du noch etwas für diesen Abend geplant? Naja, hinterher gehen wir noch ein bisschen zu mir. In das Loch? Wo noch die dreckige Wäsche vom Vormieter liegt? Das meiste passt mir. Weißt du was? Weil Romantik zufällig mein Ding ist, finde ich, du und Viv veranstaltet euer nettes romantisches Dinner einfach bei mir. Wow, cool. Ja. Claude, du bist wirklich eine sehr gute Freundin. Dass du auch noch bezahlst, das Süppchen für uns kochst. Ich finde keine Worte. Tja, dann sag einfach Danke und überlass alles Weitere mir. Du bist echt die Größte, weißt du was? Ich sortiere jetzt die Frauenklamotten von meinem Vormieter und mache ein Paketchen für dich. Oh, toll, dann sei doch bitte so nett und stecke es für mich in den Container drüben im Flur. Den Müllcontainer? Ja, dann muss ich nicht zweimal laufen. Man hat Ihnen zwei Eintrittskarten für die Eröffnung dieses Luxusbades morgen Abend im Dexagon Hotel geschickt. Zwei Behandlungen und Sie sehen 10 Jahre jünger aus. Ich muss also 10 Jahre jünger aussehen, um mit Jeb Denton mitzuhalten? Ihnen ist doch bestimmt wieder mal eine Laus über die Leber gelaufen. Jetzt nimmt er auch noch am Fotoshooting teil. Ich möchte aber, dass mein Bild das einzige auf dem Ü-Wagen sein soll. Ja, echt wichtig, wenn man die Tür öffnet und das halbe Gesicht rausschwingt. Okay, sehen wir es doch mal so. Alle denken, Sie sind der General und Jeb der Fußsoldat. Er ist der Lakai, der Ihnen Ihren Marschallstab hinterherbuckelt. Marschall was? Das Ding, mit dem ein General seine ganzen Truppen um sich versammelt. Sowas nennt man Reitpeitsche. Nein, Marschallstab, das weiß ich. Lord, wer ist hier der General? Sie, Sir. Bitte um Erlaubnis, nun wegzutreten und wieder meine Arbeit machen zu dürfen. Wegtreten.
Wissen Sie, worüber mein kleines Stutfohlen mit mir reden möchte? Über Ex-Liebhaber. Das hat sie aus irgendeinem Weibermagazin. Ich weiß nicht, wer all diese Kerle sind. Und will's auch nicht wissen. Also abgesehen von Will kenne ich auch keinen. Was? Will Butler? Ja, das weiß jeder hier. Trotzdem müssen Sie jetzt zum Einleuchten für das Fotoshooting. Wie lange? Der Fotograf meinte ungefähr eine Stunde. Nicht doch, wie lange die Sache zwischen Will und Lydia gewesen ist. Ich weiß nicht, es kam mir endlos vor, so langweilig war das. Sie sind doch jetzt nicht etwa wütend. Ach, wo denken Sie hin? Das freut mich. Haben Sie sie noch alle? Hey, hey, kommen Sie mit. Wir wollen den Übertragungswagen mit Ihrem Lächeln schmücken. Neben dem von Will Butler? Sagen Sie, wie viele Wills kennen Sie eigentlich? Vielen Dank. Jeb, gehen Sie doch bitte noch ein Stück nach links. Noch ein bisschen. Ich habe eine Idee. Stellen Sie sich mal hinter Will. Ich soll nach hinten und er steht vor mir. Vergessen Sie es. Was ist nur los mit ihm? Irgendein Penner hat ihm gesteckt, dass da mal was war zwischen dir und Will. Wirklich? Und wann hast du es ihm gesagt? Vor etwa einer Stunde. Hast du sie noch alle? Warum fragen mich das alle andauernd? Ich hätte es aber lieber selbst erzählt, so wie es in Cosmo steht. Verstehst du? Nackt mit einer Schale Erdbeeren. Der Fußsoldat wird unverschämt. Entweder tritt er ins Glied oder er geht in den Knast. Sehen Sie doch mal, wie er sie anstarrt, als wären sie sein Idol. Er bewundert sie. Ja. Wahnsinn, wie Jeb seinen Gegner fixiert. Wahnsinn, was diese Frau mit meinen Augen gemacht hat. Er sieht sie sehr ehrerbietig an. Gut, dann hoffe ich, dass das auch so bleibt. Naja, man kann ja nicht wissen, was dein Bursch ist. Die denken bestimmt, ich raff das nicht. Hey. Oh, Karl, die sind ja schön. Und eiskalt. Nicht das Bier, der Blumenstrauß. Die sind wirklich wunderschön, abgesehen von diesen Nelken. Wirklich wunderschön, außer dem Schleierkraut hier. Oh, nicht hinsetzen, deine Hose verknittert. Okay, ich bin bereit. Sag an, was soll ich tun? Hör zu, da ist ein Grillhähnchen in der Röhre. Das braucht, bis es fertig ist, noch ungefähr 15 Minuten. Vielleicht sollte ich noch eine Dose Bier über das Hähnchen kippen, wegen des Geschmacks. Geht das noch? Oh, ich werde ohnmächtig. Und dann habe ich noch eine köstliche Käseplatte Finger weg kreiert. Und als Nachtisch gibt es einen leckeren Dinkelkuchen. Wow, der Blumenstrauß wird ja immer kleiner. Das muss Wiff sein. Das ist Wiff, das ist Wiff. Okay, du siehst sehr gut aus. Atme jetzt tief durch, aber nicht zu lüstern. Die Wohnung ist perfekt und los geht's. Hallo, Karl. Hallo, Vivian. Du hast Besuch. Oh, Viv, das ist Claude. Hi. Okay, eine Dreiecksbeziehung. Schmink dir gleich ab. Oh, nein, nein, nein. Wissen Sie, das ist nur meine Wohnung. Oh, ihr zwei wohnt also zusammen? Oh, nein, nein. Als Karl mir erzählte, dass er sie zum Essen einladen will, bot ich mich an, alles zu organisieren. Und ich fand, dass es hier einfach romantischer wäre. Ach, hier, in Ihrer Wohnung. Also, ursprünglich wollten wir das im Sommerhaus machen, aber die Fahrt dahin... Nein, nein, es ist nur so, dass es in meiner Wohnung einige Dinge gibt, die Karl nicht hat. Zum Beispiel einen funktionierenden Herd. Möbel. Eine herrliche Aussicht. Aha, das ist also ein romantisches Dinner in der Wohnung deiner Nachbarin mit Blick auf einen alten Mann, der Gewichte hebt. Offen gestanden ist das eine alte ungarische Dame, nur mit Büstenhalter. Karl, nimm doch Vivian ihren entzückenden Mantel ab. Ich nehme mir mein Täschchen und sause zur Wissensolympiade. Findest du das hier alles okay? Eigentlich schon. Hey, Claude, kann ich jetzt endlich auf die Couch oder muss ich die Hose ausziehen? Karl, diese Frage würde ich, wenn ich du wäre, Viv stellen. Oh, danke, dass Sie ihm erlauben, mit mir zu reden. Ach,
wissen Sie, als Karl mir erzählte, wie wichtig ihm dieser Abend ist, war es mir als eine gute Freundin einfach ein Bedürfnis, ihm zu helfen. Tja, dann kommt jetzt eine Frage aus der Wissensolympiade. Okay. Was hat rote Haare und weiß nicht, wo die Tür ist? Sie hat Humor, Karl. Und genau das reizt mich an ihr. Bis dann. Finger weg, sagt Claude. Was machen Sie denn hier, Boss? Ich weine ein bisschen. Es fällt mir schwer, Sie so zu sehen. Ich werde besser gehen. Sekretärin Lydia wollte sich einen dicken Fisch an Land ziehen. Das war Butler, aber als ihr das nicht gelang, nahm sie den Kleinen und das bin ich. Es ist, als wäre Butler ein riesiger Wal und ich nur ein kleiner Goldfisch, verstehen Sie? Ja, das kenne ich. Große Fische, kleine Haie. Lydia wollte nach den Sternen greifen. Gemeint ist Butler, aber sie griff nur ins Klo. Gemeint ist... Ja, ich weiß. Hey, soll ich Sie alleine lassen und einfach etwas früher gehen? Ach, bitte bleiben Sie doch noch etwas. Abgang, aber flott, sonst Beule. Hi, Ramona. Na, Nullnummer. Hallo. Gratuliere, die erste Runde hast du gewonnen. Gewöhn dich dran. Ich habe keine Angst vor dir, Ramona. Hey, du sollst mich nicht immer so anstarren. Oh, bitte entschuldige. Ich weiß, was wir tun. Wir lassen uns etwas einfallen, damit es Jeb wieder besser geht. Genau. Wir machen einfach ein kleines Brainstorming. Ja. Hi. Hi. Okay, mein Partner ist da. Und wo ist deiner? Oh, er hat ein Date mit Viv. Die zwei verbringen einen gemütlichen Abend. Ja, das ist wirklich lustig. Der eine Freund lässt mich im Stich und der andere fällt mir in den Rücken. Ja gut, Claude, jetzt ist er völlig durcheinander. Hättest du wohl gern. Nichts verwirrt mich, gar nichts. Ihr könnt euch jedenfalls schon mal auf was gefasst machen. Und du Klugscheißer wirst gleich dein blaues Wunder erleben. Ein zweifaches Hoch auf uns! Hoch, hoch! Oh. Der O'Malleys Pub-Wissenswettbewerb ist somit eröffnet. Ja, bravo! Hat auch jeder einen Partner? Ja! Naja, also mein Partner ist gerade zu Abend in der Wohnung einer meiner Gegenspielerinnen. Deswegen trete ich alleine an. Also, ich kenne Sie. Sie haben hier letztens den Arsch versohlt bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Lady boxt. Erste Frage. Im alten Ägypten dienten Radieschen als was? Als Mittel gegen sexuelle Probleme. Korrekt. Was? Ich hatte mal einen arabischen Radieschenfarmer. Nächste Frage. Kryptozoologie ist... Oh, oh, das ist, wenn sie dich schockfrieren und dich in so einem Tiefkühltruhe stecken. Falsch. Wenn Sie gestatten, ich weiß es. Kryptozoologie ist die Suche nach verborgenen und nicht existierenden Tieren, wie zum Beispiel Bigfoot, das Loch Ness-Monster, kluge Frauen bei der Wissensolympiade. Ich war mit einer Kryptozoologin liiert, als ich damals noch... Wir wollen deine verdammte Lebensgeschichte aber nicht hören, verstehst du? Halt deinen Mund, du sollst deinen Mund halten. Schnauze. Oh, falsch. Ja. Sie sind raus. Jetzt haben wir nur noch zwei Teams. Ja. Diese zwei Damen und der Knilch. Also, welche luxuriöse Wellness-Oase wird morgen in welchem Hotel in Manhattan eröffnet? Oh Mann, Ramona, das weiß ich. Ah, Claude, das hast du bei allen anderen falschen Antworten auch gedacht. Ich bin mir 1000%ig sicher, es ist das Dexagon Hotel in Manhattan. Ich kann es kaum fassen, sie hat recht, wir haben einen Gewinner. Ich wusste doch, dass wir es schaffen. Guck mal, was wir gewonnen haben, Owen, und du nicht. Zwei Eintrittskarten. Für morgen Abend? Für die Eröffnung des Luxusbades im Dexagon Hotel in Manhattan. Woher wusstest du das denn? Will hatte eine Einladung für die Eröffnung bekommen. Hey, dann klau sie ihm. Ramona, wir haben doch jetzt welche. Ja, das ist fast genauso gut. Ja. Ich gratuliere, Ramona Platt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir nicht zu spät zu unserem Kegelturnier bei Fidels in Spanish Harlem kommen wollen. Bis dann. Ja.
Was können wir machen, damit es ihm wieder besser geht? Wann machen die hier nochmal zu? Warte mal, die Sache ist viel leichter, als wir denken. Wir lügen einfach. Natürlich. Oh mein Gott, wir haben 2 Stunden unseres Lebens damit vergeudet, das Rad nochmal neu zu erfinden. Hey, ihr zwei wart ja gestern Abend schon weg, als ich nach Hause kam. Wieso habt ihr nicht das leckere Brathähnchen und den Kuchen gegessen? Naja, vielleicht nicht in dieser Reihenfolge. Obwohl ich das so gemacht hätte. Biff findet deine Hilfsbereitschaft völlig übertrieben. Sie sagt, du wärst eine aufdringliche Freundin, die mich pausenlos bevormunden würde. Ja, das hätte ich niemals tun dürfen. Deine ganzen Beziehungen und dein Verhältnis zu Frauen, das geht mich nichts an. Ich hätte meine Nase nicht in Angelegenheiten Fremder stecken sollen. Deswegen machst du jetzt am besten Folgendes. Hier, nimm die. Was ist das? 2 Karten für das neue Luxusbad im Dexagon, aber kein Wort an Viv, dass du sie von mir hast. Ist schon klar, die würde ja sonst wieder an die Decke gehen. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, erzähl auch Ramona nichts davon und Owen wäre wahrscheinlich auch stinksauer. Also falls du mit irgendwem darüber reden willst, dann sprich vorher mit mir. Und wie steht's mit der Rezeption der Wellness-Oase? Ja. Hm? Du lernst schnell. Hey. Oh, wenn du wüsstest, wie ich mich auf das neue Bad freue. Um wie viel Uhr wollen wir hingehen? Oh, du willst wirklich heute da hingehen? Hey, es reicht doch, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Komm schon, du willst doch nicht allen Ernstes nackt unter fremden Leuten sein, die uns indiskret finden und uns ablehnen. Oh, niemand lehnt mich ab, wenn ich nackt bin. Ich brauche unbedingt eine Massage. Weißt du, was mein armer Rücken alles leistet, um mich aufrechtzuhalten? Ich verstehe. Das ist ein historischer Augenblick für uns. Ja, du hast recht. Das erste Mal, dass wir lügen, um einem Mitmenschen zu helfen. Na, Boss, immer noch gefrustet? Ist ja kaum mehr mit anzusehen. Außer Will, vor ein paar Jahren habe ich niemanden mehr so erlebt. Will Butler? Lassen Sie uns darauf verständigen, dass wenn ich Will sage, immer Will Butler meine. Und warum war das Großmaul so deprimiert? Lydia hat Schluss gemacht mit ihm. Sie hat Schluss gemacht? Oh ja, ja. Eine Weile war es hier ziemlich ungemütlich. Will war fix und fertig. Schließlich verlor er das Kronjuwel unter den Frauen. Sekretärin, schließen Sie die Tür und ich verbitte mir jeglichen Anruf. Wir sind in der Küche, Jeb. Gut, dann schmieren Sie jetzt ein Schinkenbrot und erzählen mir diese Eskapade zu Ende. Hat er hier einen Antrag gemacht? Er wollte im Hafen der Ehe landen. Sehr gut, okay. Heute werde ich Ihnen kein Licht nehmen. Sehr schön. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Saft, Obst oder vielleicht einen Donut? Sehr freundlich, aber nein, danke. Okay, Truppen, wir schlagen zu. Also kommt in die Hufe. Ich gratuliere. Eine Algenwickelkur ist eine wahre Wonne, obwohl ich auf die peruanische Flötenmusik gut verzichten könnte. Ach, was folgt als Nächstes? Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir ziehen uns an und machen eine Fliege. Wieso hast du es denn plötzlich so eilig? Naja, also in diesem Bad hier gibt's bestimmt eine Menge Bakterien und so ein Zeug. Die haben doch erst vor einer Stunde eröffnet. Hey, da sind wir von Karl. Ich finde, wir sollten hallo, hier Leute. Sphäre gönnen. Ist dieses Bad nicht toll? Ja, ich liebe Bäder und vor allem Luxus und ich stehe auch dazu. Ich glaub's ja nicht. Sie schon wieder? Verfolgen Sie uns? Nein, nein, sie verfolgt uns doch nicht. Ja, und was tut sie hier? Ich weiß nur, dass ich unsere Eintrittskarten von einer fremden Frau hab. Claude, hast du deine Eintrittskarten auch von einer, die du nicht kennst? Nein, wir haben sie gewonnen. Also eigentlich hat Carl die wir gewonnen haben. Unsere habe ich Will geklaut. Oh, das macht die Sache ja noch besser. Verzeihen Sie, Ramona, aber ich muss Ihnen sagen, Ihre Zähne sehen wieder mal blendend aus. Nehmen Sie Zahnseide? Oh, jeden Tag. Sehr gut. Aber Ihre Freundin da ist völlig bekloppt. Sie will uns ständig vorschreiben, was wir machen. Und jetzt lädt sie sich auch noch selbst ein. Sie schnüffelt ununterbrochen in unserer Beziehung herum. Hast du eben von Beziehung gesprochen? Oh. Wir haben eine Beziehung, Viv? Carl, soll ich dir verraten, was mir an dir nicht passt? Sie. Wow. Lass uns zur Pediküre gehen.
Okay, sie hasst mich. Aber sie mag ihn und damit kann ich leben. So, jetzt kann ich relaxen. Ich hatte ja solche Angst, sie zu treffen. Jetzt lasse ich mir alle Zeit der Welt und wir haben so richtig Spaß. Oh, okay. Oh mein Gott, da hast du... Oh. Danke Ihnen, dass Sie mich reingelassen haben. Womöglich hat meine Assistentin die Karten verschlammt. Eine einstweilige Verfügung wäre auch kein Problem für mich. Jetzt rennen Sie weg, Sie haben wohl Angst gekriegt. Oh ja, hauen Sie bloß ab. Der Donut schmeckt irgendwie ganz merkwürdig heute. Woran liegt das? Süßkartoffeln. Ich habe Süßkartoffeln in den Teig gerührt, wegen der Nährstoffe. Ich hatte noch eine Tonne davon übrig. Die mussten weg. Jetzt ist er völlig Banane. Völlig übergeschnappt, oder? Ein Backgenie. Völlig Banane. Karl denkt eben etwas verquer. Und deswegen wird er in diesem Jahr mein Partner bei der O'Malley-Pub-Wissensolympiade sein. Und was ist mit mir? Ich will doch nur das Beste für das Team, Ramona. Hey, das Team sind doch nur wir beide. Hör zu, Ramona. Ramona, wir verlieren jedes Jahr, wie du weißt. Und dieses Jahr gibt es fette Preise und das Niveau ist hoch. Sehr, sehr hoch. Verstehe. Wenn du mich nicht mehr willst, dann tue ich mich eben mit Claude zusammen. Oh, ich glaube nicht, dass ich das so gut kann. Ach komm schon, du weißt genauso viel unwichtigen Mist wie ich. Wir zerkrümeln euch zwei zu Staub. Staub, 94% tote Haut. Sowas Banales lernt man in der Berufsschule. Und das ist noch längst nicht alles. Passt auf, 1192 mal 856. 15.475. Halt, ist das denn auch richtig? Ist doch egal, hier zählt Schnelligkeit. Schnelligkeit ist alles bei der Wissensolympiade. Wir machen euch fertig, wartet nur. Probiert's doch! Hier, Johnny, sag mal keine Sau! Ihr geht unter wie Steine! Übrigens habe ich ein Date, ich kann heute nicht. Oh, was für ein hübsches, lustiges Spielchen. Nicht nur an Ex-Liebhaber denken, reden Sie über sie mit Ihrem neuen Lover. Sollen wir mal? Was für ein Blödsinn. Denen fällt auch nichts mehr ein, worüber sie schreiben sollen. Das wäre aber sicher ganz wichtig. Du und ich, wir fangen ganz von vorne an. Du willst also nicht wissen, wer deine Vorgänger waren, wen du beerbt hast. Nein. Wissen Sie, das ist nur meine Wohnung. Oh, ihr zwei wohnt also zusammen? Oh, nein. Als Karl mir erzählte, dass er sie zum Essen einladen will, bot ich mich an, alles zu organisieren. Und ich fand, dass es hier einfach romantischer wäre. Ach, hier, in Ihrer Wohnung. Also, ursprünglich wollten wir das im Sommerhaus machen, aber die Fahrt dahin... nein, es ist nur so, dass es in meiner Wohnung einige Dinge gibt, die Karl nicht hat. Zum Beispiel einen funktionierenden Herd. Möbel. Eine herrliche Aussicht. Aha, das ist also ein romantisches Dinner in der Wohnung deiner Nachbarin mit Blick auf einen alten Mann, der Gewichte hebt. Offen gestanden ist das eine alte ungarische Dame, nur mit Büstenhalter. Karl, nimm doch Vivian ihren entzückenden Mantel ab. Ich nehme mir mein Täschchen und sause zur Wissensolympiade. Findest du das hier alles okay? Eigentlich schon. Hey, Claude, kann ich jetzt endlich auf die Couch oder muss ich die Hose ausziehen? Karl, diese Frage würde ich, wenn ich du wäre, Viv stellen. Oh, danke, dass Sie ihm erlauben, mit mir zu reden. Ach, wissen Sie, als Karl mir erzählte, wie wichtig ihm dieser Abend ist, war es mir als eine gute Freundin einfach ein Bedürfnis, ihm zu helfen. Tja, dann kommt jetzt eine Frage aus der Wissensolympiade. Okay. Was hat rote Haare und weiß nicht, wo die Tür ist? Sie hat Humor, Karl. Und genau das reizt mich an ihr. Bis dann. Finger weg, sagt Claude. Was machen Sie denn hier, Boss? Ich weine ein bisschen. Es fällt mir schwer, Sie so zu sehen. Ich werde besser gehen. Sekretärin Lydia wollte sich einen dicken Fisch an Land ziehen. Das war Butler, aber als ihr das nicht gelang, nahm sie den Kleinen und das bin ich. Es ist, als wäre Butler ein riesiger Wal und ich nur ein kleiner Goldfisch, verstehen Sie? Ja. Das kenne ich. Große Fische, kleine Haie. Lydia wollte nach den... ...öffnet und das halbe Gesicht rausschwingt.
Okay, sehen wir es doch mal so. Alle denken, sie sind der General und Jeb der Fußsoldat. Er ist der Lakai, der ihnen ihren Marschallstab hinterherbuckelt. Marschall was? Das Ding, mit dem ein General seine ganzen Truppen um sich versammelt. Sowas nennt man Reitpeitsche. Nein, Marschallstab, das weiß ich. Lord, wer ist hier der General? Siehste. Bitte um Erlaubnis, nun wegzutreten und wieder meine Arbeit machen zu dürfen. Wegtreten. Wissen Sie, worüber mein kleines Stutfohlen mit mir reden möchte? Über Ex-Liebhaber. Das hat sie aus irgendeinem Weibermagazin. Ich weiß nicht, wer all diese Kerle sind. Und will's auch nicht wissen. Also abgesehen von Will kenne ich auch keinen. Was? Will Butler? Ja, das weiß jeder hier. Trotzdem müssen Sie jetzt zum Einleuchten für das Fotoshooting. Wie lange? Der Fotograf meinte ungefähr eine Stunde. Nicht doch, wie lange die Sache zwischen Will und Lydia gewesen ist. Ich weiß nicht, es kam mir endlos vor, so langweilig war das. Sie sind doch jetzt nicht etwa wütend. Ach, wo denken Sie hin? Das freut mich. Haben Sie sie noch alle? Hey, hey, kommen Sie mit. Wir wollen den Übertragungswagen mit Ihrem Lächeln schmücken. Neben dem von Will Butler? Sagen Sie, wie viele Wills kennen Sie eigentlich? Vielen Dank. Jeb, gehen Sie doch bitte noch ein Stück nach links. Noch ein bisschen. Ich habe eine Idee. Stellen Sie sich mal hinter Will. Ich soll nach hinten und er steht vor mir. Vergessen Sie es. Was ist nur los mit ihm? Irgendein Penner hat ihm gesteckt, dass da mal was war zwischen dir und Will. Wirklich? Und wann hast du es ihm gesagt? Vor etwa einer Stunde. Lydia, für mich ist dein Körper ein Tempel. Es ist mir völlig gleich, wer dort sonst noch irgendwelche religiösen Ekstasen hatte. Claude! Oh, Karl, du kannst dich beim Wettbewerb auf einiges gefasst machen, denn Ramona ist so entflammt, die glüht schon richtig. Ich werde nicht hingehen. Da zieht ja einer den Schwanz ein. Nein, 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 ich habe ein Date, ja. Oh! Mit Vivian. Oh, Ramonas gute und teure Zahnhygiene, Fee, wie interessant. Ja, wir gehen in die Pizzeria unten am Pier, Ja, da ist es sehr romantisch. Das Radio plärrt und der Wirt blafft den kleinen Puerto Ricaner an. Er soll das brennende Fett endlich löschen. Ja. Und im Hintergrund geht dann die Sonne langsam unter. So atemberaubend das auch klingt. Hast du noch etwas für diesen Abend geplant? Naja, hinterher gehen wir noch ein bisschen zu mir. In das Loch? Wo noch die dreckige Wäsche vom Vormieter liegt? Das meiste passt mir. Weißt du was? Weil Romantik zufällig mein Ding ist, finde ich, du und Viv. Veranstaltet euer nettes romantisches Dinner einfach bei mir? Wow, cool. Ja. Claude, du bist wirklich eine sehr gute Freundin. Dass du auch noch bezahlst, das Süppchen für uns kochst. Ich finde keine Worte. Tja, dann sag einfach Danke und überlass alles Weitere mir. Du bist echt die Größte, weißt du was? Ich sortiere jetzt die Frauenklamotten von meinem Vormieter und mache ein Paketchen für dich. Oh, toll. Dann sei doch bitte so nett und stecke es für mich in den Container drüben im Flur. Den Müllcontainer? Ja, dann muss ich nicht zweimal laufen. Hey, man hat Ihnen zwei Eintrittskarten für die Eröffnung dieses Luxusbades morgen Abend im Dexagon Hotel geschickt. Zwei Behandlungen und Sie sehen 10 Jahre jünger aus. Ich muss also 10 Jahre jünger aussehen, um mit Jeb Denton mitzuhalten? Ihnen ist doch bestimmt wieder mal eine Laus über die Leber gelaufen. Jetzt nimmt er auch noch am Fotoshooting teil. Ich möchte aber, dass mein Bild das einzige auf dem Ü-Wagen sein soll. Ja, echt wichtig, wenn mal die Tür... Ne? Hast du sie noch alle? Warum fragen mich das alle andauernd? Ich hätte es aber lieber selbst erzählt, so wie es in Cosmo steht. Verstehst du, nackt mit einer Schale Erdbeeren. Der Fußsoldat wird unverschämt. Entweder tritt er ins Glied oder er geht in den Knast. Sehen Sie doch mal, wie er sie anstarrt, als wären sie sein Idol. Er bewundert sie. Ja. Wahnsinn, wie Jeb seinen Gegner fixiert. Wahnsinn, was diese Frau mit meinen Augen gemacht hat.
Er sieht sie sehr ehrerbietig an. Gut, dann hoffe ich, dass das auch so bleibt. Naja, man kann ja nicht wissen, was dein Busch ist. Die denken bestimmt, ich raff das nicht. Hey. Oh, Karl, die sind ja schön. Und eiskalt. Nicht das Bier, der Blumenstrauß. Die sind wirklich wunderschön, abgesehen von diesen Nelken. Wirklich wunderschön, außer dem Schleierkraut hier. Oh, nicht hinsetzen, deine Hose verknittert. Okay, ich bin bereit. Sag an, was soll ich tun? Hör zu, da ist ein Grillhähnchen in der Röhre. Das braucht, bis es fertig ist, noch ungefähr 15 Minuten. Vielleicht sollte ich noch eine Dose Bier über das Hähnchen kippen, wegen des Geschmacks. Geht das noch? Oh, ich werde ohnmächtig. Und dann habe ich noch eine köstliche Käseplatte Finger weg kreiert. Und als Nachtisch gibt es einen leckeren Dinkelkuchen. Wow, der Blumenstrauß wird ja immer kleiner. Das muss Wiff sein. Das ist Wiff, das ist Wiff. Okay, du siehst sehr gut aus. Atme jetzt tief durch, aber nicht zu lüstern. Die Wohnung ist perfekt und los geht's. Hallo, Karl. Hallo, Vivian. Du hast Besuch. Oh, Viv, das ist Claude. Hi. Okay, eine Dreiecksbeziehung. Schmink dir gleich ab. Oh.